ganz herzlich begrüßen hier heute Nachmittag zum literarisch-musikalischen Café der Spielschall St. Lamberti. Heute haben wir zu Gast Frau Elvira Hensche. Sie liest, wie Sie das auf Ihrem Platz oder auch sonst wie schon erfahren haben, von den Zetteln, liest aus eigenen Werken. Und wir sind herzlich dankbar, dass Frau Hensche, ich muss sagen, so ein bisschen als Freundin unserer Einrichtung hier heute wieder dabei ist. Wir haben heute das 201. Café, schon eine ganze Weile. Ja, und werden auch hoffentlich in Zukunft noch weiterführen. Aber jetzt keine lange Vorrede. Frau Hensche, Sie haben das Wort. Ich habe zwei neue Bücher mitgebracht, die silberfarbene Bettdose, Bettdruckergeschichten und gereimte Ungereimtheiten Gerweg. Ich fange mit der Titelgeschichte aus diesem Buch an. Die silberfarbene Bettdose. Wir schreiben das Jahr 1854. Heute ist der 5. September. Dorothea feiert ihren 80. Geburtstag. Dorothea hat nie geheiratet. Mit 16 Jahren traf sie ihre große Liebe. Johannes war 10 Jahre älter und stammte aus reichem Haus. Seine Eltern hatten etwas gegen die Verbindung. Und Johannes' Liebe war nicht stark genug, um sie zu verteidigen. Er trennte sich von ihr. Ein paar Jahre später heiratete er die Tochter eines Geschäftsfreundes seines Vaters. Dorothea hat ihn nie wiedergesehen. Ihre ganze Liebe schenkte sie nun den 5 Kindern ihres unverwitweten Bruders Wilhelm. Nun sind auch diese schon Eltern, teilweise Großeltern geworden. Ihr Bruder lebt bei der jüngsten Tochter Johanna, die auch unverheiratet ist. Dorothea ist vor einigen Jahren zur Familie ihrer Großnichte Ingeborg gezogen. Noch immer lässt sie es sich nicht nehmen, im Haushalt zu helfen und auf ihre Urgroßneffen aufzupassen. Ingeborg und ihr Mann haben 3 Jungs, eine richtige Rasselbande. Aber heute soll gefeiert werden. Alle wollen kommen und Dorothea freut sich schon sehr. Ob ich auch meine Lieblingskekse bekomme, überlegt sie. Johanna wird bestimmt welche backen, freut sie sich und ein Lächeln zieht über ihr runzliges Gesicht. Dorothea ist eine Naschkatze und die Mandelplätzchen ihrer Nichte Johanna liebt sie besonders. Am Nachmittag sind alle versammelt. Es gibt Blumen, Schokolade und natürlich eine große Tüte Mandelplätzchen von Johanna. Davon probiert Dorothea gleich eines. Oh, sind die lecker! Danke, schreit sie. Aber wir haben ja noch etwas für dich, Urgroßtante Dorothea, ruft plötzlich Lina, die jüngste der großen Familie, und hält Dorothea ein buntes Päckchen hin. Ganz gespannt öffnet Dorothea es. Zum Vorschein kommt eine Silberdose. Natürlich ist es kein echtes Silber. Das ist viel zu teuer. Sie ist aus Zinn, doch wunderschön, mit eingravierten Mustern und dem Wort Gebäck auf einer Seite. Auf dem Deckel aber steht die Zahl 1774. Aber das ist ja mein Geburtsjahr. Dorothea hat Tränen der Freude in den Augen und umarmt alle nacheinander. Kurz vor ihrem 85. Geburtstag stirbt Dorothea. Bis zuletzt hat sie jeden Tag 2 Mandelplätzchen gegessen. Johanna sorgte dafür, dass die Dose nie leer wurde. Ja, so könnte es gewesen sein, denkt Hanna und betrachtet die silberfarbene Dose in ihrer Hand. An den Seiten sind reichhaltige Verzierungen zu sehen und etwas verblasst das Wort Gebäck. Im Deckel ist die Jahreszahl 1774 eingraviert.
Die Dose stammt aus dem Nachlass ihrer Schwiegereltern. Ihr Mann und sie haben immer geglaubt, sie stamme auch aus diesem Jahr. Kürzlich hat Hanna die Dose von einem Experten begutachten lassen. Dabei erfuhr sie, dass sie nicht 1774 hergestellt wurde, sondern viel später, im 19. Jahrhundert. Sie sei nur ein paar Euro wert. Verkaufen will Hanna die Dose auch nicht. Dazu gefällt sie ihr zu sehr. Ja, so könnte es gewesen sein, denkt Hanna noch einmal und stellt die Dose zurück auf den alten Messingtisch, den ihr Mann vor vielen Jahren aus einem Nachlass erworben hat. Was der wohl für eine Geschichte hat? Dieser hat eine schöne große Bibliothek. Die riesige Auswahl macht jeden Tag zu einem Fest. Mal nascht er am Lexikon, mal an einem Reisebericht. Und wenn er etwas Leichteres essen will, gibt es auch einmal Hermann Münz oder Theodor Storm. Gerade wacht er auf. Heute ist Dienstag, denkt er. Mir ist nach etwas Lustigem. Erwin schaut sich um und verschwindet in einem dicken Band Ringelnatz gesammelte Werke. Lecker. So könnte es weitergehen. Erwin wird glücklich und zufrieden. Wenn der Professor nach einem Buch greift, in dem er gerade sitzt, schlüpft er schnell ein Buch weiter. Doch dann stirbt der Professor. Es wird still im Haus. Erwin futtert ungestört weiter und wird dick und rund. Eines Tages hört er Stimmen. Was meinst du, Michaela? Den Bücherschrank baue ich mir zu einem Barschrank um. Wir lesen doch nur E-Books. Ich bestelle einen Container und dann kommen die alten Schinken weg. Du hast recht, Thomas, hört Erwin eine Frauenstimme. Das wird ein schöner Barschrank. Dann schlägt die Tür zu und Erwin ist wieder allein. Was habe ich da gehört, denkt er erschrocken. Keine Bücher mehr? Wovon soll ich dann leben? In der Nacht kann er nicht schlafen. Er futtert sich durch die Bücher, bis er nicht mehr kann. Aber richtig schmecken wollen sie ihm nicht. Am Morgen hört er wieder Stimmen, als er gerade in einem Buch von Wilhelm Busch sitzt. Da merkt er, wie die Bücher aus dem Schrank genommen werden. Oh, Schreck, nun aber nichts wie weg. Er schlüpft aus dem Buch und versteckt sich ganz hinten an der Schrankwand. Guten Tag, ich bin Harald der Holzvogt. Und wer bist du? Hört er plötzlich neben sich eine Stimme. Er sieht sich um. Der sich als Harald vorgestellt hat, sieht ja fast so aus wie er. Angenehm, ich bin Erwin, der Bücherwurm, antwortet er. Dann erzählt er von seiner Vertreibung. Ach Erwin, der Schrank reicht für zwei, tröstet ihn Harald. Bücher sind doch eigentlich auch aus Holz. Probiere doch mal vom Regalbrett. Lecker. Und er beißt kräftig zu. Erwin will es ihm gleich tun. Au, ruft er, ich habe mir fast die Zähne ausgebissen. Naja, du bist verweichlicht, sagt Harald. Wir müssen doch uns was anderes überlegen. Noch ist Erwin satt, aber nach ein paar Tagen spürt er fürchterlichen Hunger. Alle Bücher sind weg. Am Morgen war Thomas noch einmal da und hat eine Tageszeitung im Bücherschrank liegen lassen. Erwin versucht ein winziges Stück, aber von der frischen Druckerstärke bekommt er Bauchweh. Harald versucht, ihn mit kleinen Buchschnipseln, die er in der Ecke des Bücherschranks findet, am Leben zu erhalten. Doch irgendwann findet er nichts mehr und er wird traurig, weil er seinem neuen Freund nicht helfen kann. Da hört Harald, wie die Tür aufgeht und jemand hereinkommt. Vorsichtig schaut er durch ein kleines Loch und sieht zwei Männer, die sich unterhalten. Thomas, willst du wirklich diesen schönen Bücherschrank als Bar umbauen?
Das ist so eine schöne Tischlerarbeit, es wäre schade darum, fragt der eine. Und der andere Mann antwortet, naja Jens, du als Tischler hast einen Blick dafür. Aber ich hätte schon gern einen Barschrank. Harald wird hellwach. Ist das die Rettung für seinen Freund Erwin? Dann hört er wieder den, der Jens genannt wird. Thomas, ich verspreche, ich baue dir einen richtig schönen Barschrank aus hellem Holz, wenn ich dafür den Bücherschrank bekomme. Thomas ist einverstanden. Na gut, dann hol ihn mal gleich morgen ab, ehe ich es mir anders überlege. Dann ist es wieder still. Harald ist ganz aufgeregt. Erwin, halte noch bis morgen durch, die Rettung naht, ruft er und schüttelt seinen Freund sanft. Erwin öffnet die Augen und antwortet ganz schwach. Rettung? Hast du ein Buch gefunden? Viel besser, morgen wird der Schrank abgeholt und dann kommen wieder Bücher hinein. Halte durch, ich bitte dich. Erwin seufzt. Ich versuche es. Dann fallen ihm wieder die Augen zu. Harald wacht die ganze Nacht bei ihm und hofft, dass er durchhält. Früh am nächsten Morgen wird der Schrank abgeholt und zum Tischler gebracht. Und Jens stellt voller Freude alle seine Fachbücher hinein. Harald fängt sofort an, Erwin mit kleinen Buchfetzen zu füttern. Ganz vorsichtig, er ist sehr schwach. Nach ein paar Tagen geht es Erwin besser. Und von nun an leben beide wieder glücklich und zufrieden im Bücherschrank. Harald lässt sich das Holz schmecken und Erwin futtert sich durch die Fachbücher. Nur manchmal noch sehnt er sich nach der Abwechslung, die er früher hatte, und wünscht sich einen Ringelnatz. Blatt. Doch Erwin wird nie richtig satt.
Gram fraß er sich durchs Lexikon. Nun fühlt er sich viel klüger schon. Da hat er Willem Busch entdeckt, der ihm besonders lecker schmeckt. Erwin kann an manchen Tagen Rilke auch sehr gut vertragen. Kurzum, er liebt die Poesie. Gedichte voller Harmonie. Und wenn er sich durch Goethe frisst, träumt er, dass er ein Dichter ist. Erwin und Paul. Erwin hat sich durch Kant gefressen. Nun schläft er selig ein. Denn nach so einem schweren Essen kann Schlaf entspannend sein. Er träumt, dann hört er lauten Krach. Melodisch klingt das kaum. Der Erwin ist sofort hellwach. Wer stört da seinen Traum? Genervt schaut sich der Erwin um. Wer stört mich da in meiner Ruhe? Ein Wurm knabbert am Holz herum. Hallo, ruft er, wer bist denn du? Der fremde Wurm, indes nicht faul, knabbert ins Holz ein Loch. Dann sagt er freundlich, ich bin Paul, ich hatte Hunger doch. Wer Hunger hat, der frisst Papier, ruft Erwin wütend aus. Es stehen genügend Bücher hier, zerstöre nicht mein Haus. Ich glaube nicht, dass dein Haus einfällt, Paul lachend unterbricht. Du hast dich noch nicht vorgestellt. Ein Holzwurm bist du nicht. Ein Holzwurm, ruft der Erwin stolz. Bist ja ein Prolet. Ich fresse doch kein schlichtes Holz, wenn Goethe vor mir steht. Zum Schluss ist nicht mehr viel zu sagen. Jeder lebt auf seine Weise. Die beiden haben sich vertragen. Paul, der knabbert nun ganz leise. Und weil aller guten Dinge drei sind, kommt jetzt noch ein drittes. Ach, Erwin. Der Erwin wünscht sich eine Frau. In Büchern sah er ganz genau, wie die Menschen sich vermehren. Und er kann sich nicht erklären, warum es bei denen funktioniert, doch bei Bücherwurmwürmern nichts passiert. Er blickt nach unten. Ihm wird klar, es ist zwar traurig, aber warm. Ach, ihm fehlt zum großen Glück genau dort ein kleines Stück. Erwin hat Würmer schon gesehen, die so wie er auf Bücher stehen. Woher sie kommen, weiß er nicht, weil niemand gern darüber spricht. Das bleibt, denkt Erwin traurig nur, wohl ein Geheimnis der Natur. In meiner Titelgeschichte war ja ein Messingfischchen erwähnt. Das hat natürlich auch eine Geschichte. Das Messingfischchen. Es klingelt an der Wohnungstür. Über das Gesicht von Frau Dorothea Käserbach huscht ein feines Lächeln. Um diese Zeit kommt immer Herr Eschneck, der Postbote. Frau Käserbach bekommt nie Besuch. Ihr Mann lebt schon lange nicht mehr und Kinder hatten beide nicht. So freut sie sich jeden Tag auf das vertraute Klingeln. Langsam geht sie zur Wohnungstür. Das Laufen fällt ihr etwas schwer, aber sie weiß, dass Herr Eschneck geduldig wartet. Endlich hat sie es geschafft. Guten Morgen, Herr Eschneck, kommen Sie doch herein, begrüßt sie ihn freundlich. Herr Eschneck hakt Frau Käserbach behutsam ein und beide gehen in das Wohnzimmer zurück. Nehmen Sie doch Platz und schenken Sie uns ein Likörchen ein. Sie haben doch jetzt sicher Feierabend. Frau Käserbach weist auf die gemütliche Sitzgruppe und setzt sich in einen der zwei geschwungenen Sessel. Dazwischen steht ein kleines Tischchen mit einer fein ziselierten Messingplatte. Die Zwischenräume der beiden sind mit Glas eingefasst. Vorn ist eine Tür vorhanden. In diesem Glasfach steht ein silbernes Tablett, darauf eine Karaffe mit den passenden Gläsern. Herr Eschneck nimmt die Karaffe und zwei Gläser heraus
und schenkt den Likör ein. Das gehört zum festen Ritual seines Besuches. Darum legt er seine Tour stets so, dass Frau Käserer die letzte Postempfängerin ist. Es macht ihm Freude, die alte Dame, die so allein ist, aufzumuntern. Haben Sie Post für mich? Frau Käserer schaut ihn erwartungsvoll an. Heute leider nur Werbung, antwortet er. Ach ja, und Ihre Rätselzeitung. Das ist fein, Frau Käserer strahlt. Ich habe schon alle Rätsel gelöst und eine Karte mit dem Lösungswort für das Preisrätsel ausgefüllt. Nehmen Sie sie bitte gleich mit. Natürlich gern. Vielleicht haben Sie ja doch einmal Glück. Mit diesen Worten steckt Herr Eschneck die Karte ein, die ihm Frau Käserer entgegenhält. Bisher war das Glück ihr nicht sonderlich gewogen. Außer ein paar kleinen Trostpreisen hat sie nie etwas gewonnen. Aber darauf kommt es ihr auch nicht an. Sie freut sich, wenn sie die manchmal kniffligen Fragen beantworten kann. Denn auch wenn sie nicht mehr gut zu Fuß ist, sie weiß sehr viel und trainiert sich mit den Rätselraten auf angenehme Weise. Diesmal gibt es eine Reise nach Rügen zu gewinnen. Ach, wie oft waren mein Mann und ich da, und er liegt ja auch vor der Insel auf dem Meeresgrund. Eines Tages werde ich auch da sein, bei ihm. Ihr Blick wird etwas traurig, aber dann hält sich ihr Gesicht wieder auf. Denn ihr kommt eine Idee. Wissen Sie was, Herr Eschneck? Wenn ich die Reise gewinne, schenke ich sie ihm. Sie ist für zwei Personen, dann können Sie Ihre Frau mitnehmen. Wäre das was für Sie? Herr Eschneck lacht. Oh ja, wir waren noch nie auf Rügen. Die Insel soll sehr schön sein. Frau Käserer seufzt. Sehr schön. Jetzt muss ich mich aber verabschieden, Frau Käserer. Bis morgen und danke für den Likör. Er erhebt sich. Ich bin da allein heraus. Auf Wiedersehen. Ja, bis morgen. Frau Käserer lächelt ihm zu und vertieft sich gleich in die Rätselzeitung. Zwei Wochen später. Als Frau Käserer Herrn Eschneck die Tür öffnet, ist dieser ganz aufgeregt. Hier ist ein Brief vom Verlag der Rätselzeitung. Vielleicht haben Sie gewonnen. So schnell es geht, gehen beide in das Wohnzimmer und nehmen in der Sitzecke Platz. Machen Sie bitte den Brief auf, bittet Frau Käserer. Herr Eschneck öffnet ganz gespannt und liest vor. Sehr geehrte Frau Käserer, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie den ersten Preis, einen zweiwöchigen Aufenthalt auf der Insel Rügen für zwei Personen gewonnen haben. Habe ich es nicht gesagt, diesmal klappt es. Schnell geben Sie mir bitte das Telefon. Frau Käserer ist außer sich vor Freude. Sofort ruft sie beim Verlag an und bittet darum, die Reise auf Herrn Eschneck umzuschreiben. Nun trinken wir aber erstmal ein Glas. Ich freue mich ja so für Sie. Grüßen Sie die Insel bitte von mir. Das verspricht der Eschneck. Und als er sich verabschiedet, verlässt er eine strahlende alte Dame. Meine Frau wird staunen, denkt er. Er hatte ihr vorher nichts gesagt, denn an einen Gewinn hat er nie geglaubt. Schon am nächsten Tag hat er die Bestätigung vom Verlag. Doch als Herr Eschneck bei Frau Käserer klingelt, öffnet sie nicht. Er versucht es mehrmals. Dann geht er in den ersten Stock. Dort wohnt der Hausmeister, Herr Bauer. Herr Bauer, bittet er, Frau Käserer öffnet ihre Tür nicht. Können wir mal nachsehen? Herr Bauer greift zum Zweitschlüssel, den ihm Frau Käserer für alle Fälle gegeben hat. Sie öffnen die Tür. Frau Käserer, ruft der Eschneck. Aber es kommt keine Antwort. Beide betreten das Wohnzimmer. Da sitzt Frau Käserer im Sessel. Sie ist gestorben, aber in ihrem Gesicht ist ein Lächeln. Als Herr Eschneck mit seiner Frau die Reise nach Rügen antritt, geht auch Frau Käserer auf ihre letzte Reise.
Das Ehepaar begleitet sie auf das Schiff und wirft einen kleinen Rosenstrauß in das Wasser. Dann schüttet Herr Eschnett ein Glas Likör ein. Machen Sie es gut, Frau Käserat, flüstert er und gießt den Inhalt ins Meer. Als das Ehepaar Eschnett zurückkommt, hat Herr Bauer die Wohnung von Frau Käserat bereits ausräumen lassen. Neue Mieter ziehen gerade ein. Schade, denkt Herr Eschnett, das Tischchen hätte ich als Erinnerung gern behalten. Hanna poliert gerade die fein ziselierte Messingplatte ihres kleinen Tischchens. Die Zwischenräume der Beine sind mit Glas eingefasst. Vorn ist eine Tür vorhanden. In diesem Glasfach steht ein silbernes Tablett, darauf eine Karaffe mit den dazu passenden Gläsern. Ihr Mann hat das Tischchen mit Inhalt vor vielen Jahren bei einer Wohnungsauflösung erstanden. Wem es wohl gehört hat? Das weiß Hanna nicht. Aber es passt sehr schön in ihr Wohnzimmer, in dem moderne und alte Möbel wunderbar miteinander harmonieren. Das macht nichts, seufzt der Stein vor Glück. Nun sind die Liebenden vereint. Ein schönes Ende, wie mir scheint. Eine ganz andere Frage, wo die Liebe hinfällt. Lulu von Winterstein lebt bei Frau Meier. Sie ist eine Perserkatze und Frau Meier ist sehr stolz auf sie. Denn sie hat schon viele Preise gewonnen, deren Urkunden eingerahmt im Wohnzimmer hängen. Dafür tut Frau Meier natürlich auch einiges.
Jeden Abend wird das seidige Fell ihrer Katze mit einer speziellen Bürste sanft gebürstet und mit duftendem Shampoo gewaschen. Fertig gekauftes Futter bekommt sie natürlich auf gar keinen Fall. Das bereitet Frau Meier immer selbst zu. Lulu fühlt sich also wohl, sollte man meinen. Sie schläft in einem hübschen Körbchen und am Tag sitzt sie in der Fensterbank und schaut zum Fenster hinaus. Bei Herrn Müller nebenan lebt auch eine Katze. Genauer gesagt ein grau getigerter Kater. Er heißt Paule und ist ein richtiger Draufgänger. Herr Müller hat ihn schon vor vielen Jahren davor gerettet, von einem Auto überfahren zu werden. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Paule schreibt den ganzen Tag im Garten umher und nachts geht er auf Entdeckungstour. So manchen Morgen kommt er mit Blessuren heim, aber das scheint ihm wenig auszumachen. Eines Abends vergisst Frau Meier das Wohnzimmerfenster zu schließen, als sie ins Bett geht. Lulu wacht in der Nacht auf, weil ihr kalt wird, und sie schaut zum Fenster. Das ist weit geöffnet. Lulu neigt ihr Köpfchen zur Seite, als wolle sie nachdenken. Dann geht sie zum Fenster und springt wagemutig hinaus. Ist das schön hier im Garten? Lulu sieht sich alles genau an. In diesem Moment kommt Paula aus der Haustür, um auf seine nächtliche Tour zu gehen. Da sieht er Lulu im Garten spazieren gehen. Neugierig läuft er näher und schlüpft durch ein Loch im Gartenzaun. Dann baut er sich vor Lulu auf und schaut sie an, als wolle er sagen, bist du aber eine hübsche Kleine. Und was macht Lulu? Sie geht zaghaft auf ihn zu und wenig später verschwinden beide hinter dem großen Rhododendronbusch. Am Morgen bemerkt Frau Meier das offene Fenster und das leere Katzenkörbchen. Wo ist meine Lulu, denkt sie ängstlich und läuft in den Garten. Gerade tritt Herr Müller aus der Haustür. Herr Müller, haben Sie meine Lulu gesehen? Sie blickt ihn fragend an. Ihre Lulu? Herr Müller lacht. Ihr Stubentiger kommt doch nie aus dem Haus. Wieso sollte ich ihn gesehen haben? Da raschelt es plötzlich hinter dem Rhododendronbusch. Und heraus kommen Lulu und Paula einträchtig nebeneinander. Frau Meier schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Herr Müller, was hat Ihr Straßenkater mit meiner armen Lulu gemacht? Was man halt so in der Nacht macht, antwortet Herr Müller lachend. Wo die Liebe eben hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. Empört nimmt Frau Meier ihre Lulu auf den Arm und geht kopfschüttelnd mit ihr ins Haus. Wie siehst du nur aus, Lulu, schimpft sie. Du weißt doch, dass wir in einer Woche einen wichtigen Wettbewerb haben. Sofort beginnt sie, das Fell zu bürsten und anschließend muss die arme Lulu in die Badewanne. Dann kommt der Wettbewerb. Lulu hat wie immer gute Chancen. Doch dann bemerkt die Schiedsrichterin etwas. Ihre Katze bekommt Junge, Frau Meier. Sie haben doch hoffentlich einen erstklassigen Kater zur Zucht ausgesucht. Frau Meier erschrickt und murmelt. Ja, natürlich. Etwas anderes kommt doch nicht in Frage. Heute macht Lulu nur den zweiten Platz und Frau Meier fährt enttäuscht nach Hause. Dort läuft sie sofort zu Herrn Müller und stellt ihn zur Rede. Na, gratuliere, Frau Meier, dann werden wir ja Großeltern, das ist doch schön, antwortet er schmunzelnd. Ich finde das gar nicht komisch, ruft Frau Meier wütend aus und lässt den verblüfften Herrn Müller stehen. Der winkt ihr lachend hinterher und Paule steht mit ungläubigem Gesichtsausdruck daneben. Lulu bekommt drei Kätzchen. Sie sehen etwas komisch aus. Halt eine Mischung aus Perserkatze und Straßenkater. Aber irgendwie sind sie auch sehr niedlich. Frau Meier geht nach nebenan zu Herrn Müller. Nun schauen Sie sich an, was Ihr Kater angerichtet hat. Heute Morgen hat meine Lulu drei Junge bekommen. Wettbewerbe kann ich nun ganz vergessen. Wie die aussehen. Herr Müller geht mit Frau Meier in ihr Haus und Paule folgt den beiden.
Als Herr Müller die drei Kätzchen erblickt, strahlt er. Frau Meier ruft er aus, schauen Sie sich doch diese niedlichen Kätzchen nur einmal an. Können Sie da noch böse sein? Und Ihre Lulu scheint auch sehr glücklich zu sein. Sehen Sie doch nur, wie liebevoll sie mit Ihnen umgeht. Frau Meier blickt auf das Bild im Katzenkörbchen. Ihre Lulu leckt ihre kleinen Kätzchen ab und schnurrt zufrieden. Vielleicht haben Sie recht, Herr Müller. Lulu hat in ihrem Leben so viele Wettbewerbe gewonnen. Da ist es vielleicht auch Zeit aufzuhören. Die drei sind ja auch wirklich niedlich. Aber ein wenig traurig bin ich doch. Ich war so stolz auf meine Lulu. Das können Sie auch immer noch sein, antwortet Herr Müller. Und sehen Sie sich doch mal meinen Paule an. Paule? Ja, den haben die beiden ganz vergessen. Der liegt im Katzenkörbchen neben seiner Familie und schnurrt zufrieden. Frau Meier und Herr Müller sind fortan ein Herz und eine Seele. Jeden Nachmittag kommt Herr Müller zum Kaffee herüber und Frau Meier verwöhnt ihn mit ihrem selbstgebackenen Kuchen. Ja, wo die Liebe hinfällt. Die erste heißt Romeo und Julia im Dorfteich. Ein Karpfen namens Romeo liebt die Forelle Julia. Doch leider werden sie nicht froh, denn der Kater sagt nicht ja. Der alte Karpfen ist dagegen. Eine Forelle geht doch nicht. Darum verweigert er den Segen. Für Ortrud dafür alles spricht. Ortrud, das dicke Karpfenweib, will Romeo so gar nicht rein. Er liebt Julias schlanken Leib. Der ist so zart, der ist so fein. Doch Romeo hat die Idee, komm Julia, wir hauen ab. Der Durchgang führt zum Nachbarsee. Oh je, sie schwimmen in ihr Grab. Ein Fischer steht am Ufer dort. Sie sind genau ins Netz geschwommen. Nun trägt die Liebenden er fort. Ihr letztes Stündlein ist gekommen. Noch schwimmen beide in der Wanne und ahnen nicht, was gleich passiert. Dann landen sie in einer Pfanne und werden knusprig braun serviert. So sind im Tod sie nun vereint, wie einst das berühmte Paar. Doch keiner eine Träne weint, weil die Mahlzeit lecker war. Und eine andere Liebe? Affenliebe. Ein Orang-Utan, er heißt Klaus, hält es vor Einsamkeit kaum aus. Da schaut er sich im Urwald um. Läuft irgendwo ein Weibchen rum? Wir Männchen sind, denkt er voll Qual, hier leider in der Überzahl. Doch da hat er ein Weib entdeckt. Es hat ganz schüchtern sich versteckt. Das Weib? Ach ja, es heißt Brigitte. Schaut zu ihm hin. Klaus denkt, na bitte. Er wirft ihr eine Kusshand zu. Da wird Brigitte rot im Nu. Und Klaus denkt sich, jetzt oder nie. Ich gehe zu ihr und küsse sie. Er träumt verzückt vom ersten Kuss. Doch leider kommt er nicht zum Schuss. Der Casanova Waldemar steht plötzlich da. Und ihm wird klar, gegen den komme ich nicht an, weil der ja besser küssen kann. Was Waldemar dann auch gleich tut. Und die Brigitte findet's gut. Sie schmilzt dahin in seinen Arm. Doch Waldemar kennt kein Erbarmen. Denn nach dem Kuss sagt er, ich gehe, weil ich Renate gerade sehe. Brigitte bleibt enttäuscht zurück und Klaus hofft wieder auf sein Glück. Es gibt für ihn kein Halten mehr. Er sagt zu ihr, ich lieb dich sehr. Sie schaut ihn an mit nassen Augen. Ach, sagt sie, du wirst auch nichts taugen. Klaus küsst zart ihre Tränen fort. Glaub mir, Brigitte, ich halt Wort.
Da sagt Brigitte nicht mehr nein. Sie flüstert, ich will bei dir sein. Wie die Geschichte weitergeht, na, das verschweife ich ganz diskret. Thank you.
Geschichte weiter. Sie heißt Die Porzellanvögel. Anna geht an ihren Bücherschrank, um sich Lesestoff zu holen. Dabei fällt ihr Blick auf eine Porzellanfigur. Sie zeigt ein Meisenpärchen, das zärtlich sein Junges füttert. Nachdenklich nimmt sie die Figur in die Hand. Ihre Gedanken gehen zu Oma Else und Opa Willi, den Eltern ihres Vaters. Aber was hat es mit dieser Figur auf sich? Es ist schon viele Jahre her, dass Oma Else ziemlich unerwartet starb. Damals war Deutschland noch ein geteiltes Land und die Großeltern lebten in der DDR. Hanna fuhr mit Mutter und Bruder zur Beerdigung. Ihrem Mann war die Einreise als Beamter verwehrt. Der Opa war sehr traurig und konnte es nicht fassen, dass ihn seine geliebte Frau so plötzlich verlassen hatte. Immer wieder schluchzte er. Sie hat nicht ein Wort mehr gesagt, ist einfach eingeschlafen. Dann nahm er diese Porzellanfigur aus dem Schrank und gab sie Hanna. Nimm sie mit als Erinnerung an Oma, sagte er dabei. Hanna war sehr gerührt, aber auch ängstlich, denn es war verboten, Porzellan auszuführen. Auf dem Formular, das man stets ausfüllen musste, schrieb sie Keramikfigur, in der Hoffnung, dass man den Unterschied an der Grenze nicht feststellte. Vielleicht schauen sie auch nicht in die Tasche, dachte sie. Aber es kam natürlich ganz anders. An der Grenze stand ausgerechnet die Grenzbeamtin, vor der sich ihre Mutter stets fürchtete, denn sie war besonders streng. Alle drei mussten aus dem Auto aussteigen und sie untersuchte es sehr gründlich. Es war an diesem Januartag bitterkalt und Hanna fror sehr. Das bemerkte ihre Mutter und als sie die Untersuchung beendet war, sagte sie leise zu ihr, setz dich doch wieder ins Auto. Oh, da wurde die Grenzbeamtin aber böse. Wann Sie sich ins Auto setzen, bestimme ich, sagte sie im strengen Ton. Dann befahl sie ihrem Bruder, ihr mit dem Gepäck in die Grenzbaracke zu folgen. Später berichtete er, er habe alles ausräumen müssen, sogar die Kulturtasche. Und natürlich wurde auch die Porzellanfigur begutachtet. Aber zum Glück glaubte man, dass sie aus Steingut war. So kamen sie wohlbehalten zu Hause an. Ja, das waren schlimme Zeiten, denkt Hanna. Wie schön, dass wir wieder ein vereintes Land sind. Der Opa hat die Wiedervereinigung leider nicht mehr erlebt. Er folgte seiner Frau ein paar Jahre später. Hanna stellt die Figur wieder an ihren Platz. Sie wird mich immer an Oma und Opa erinnern, denkt sie wehmütig. Und wir haben ja hier schon so schön Kaffee getrunken. Zwar kein Kakao, aber die Geschichte passt, glaube ich, trotzdem. Die heißt Liebesknochen und Kakao. Martha sitzt im Wohnzimmer und schaut alte Fotos an. Ein Bild erregt ihre Aufmerksamkeit und sie sieht es sich genauer an. Auf dem Foto sind zwei junge Mädchen zu sehen, vielleicht 16 Jahre alt. Zwischen den beiden steht ein gut aussehender junger Mann, wohl im gleichen Alter. Meine Freundin Elisabeth denkt sie erkennend. Und zwischen uns? Das ist doch Martin. Alle Mädchen in der Klasse haben für ihn geschwärmt. Und er hat mit allen geflirtet. Und mal die eine, mal die andere in das kleine Café nahe der Schule eingeladen. Auch sie hat er manchmal mitgenommen. Und er hat immer Liebesknochen und Kakao bestellt. Merkwürdig, denkt Martha, dass ich daran gerade denken muss, was wohl aus ihm geworden ist. Nachdenklich stellt Martha die Schachtel wieder in den Schrank zurück. Aber dieses eine Foto lässt sie auf dem Tisch liegen. Am nächsten Morgen ruft sie ihre Freundin Elisabeth an.
Wollen wir nicht mal wieder zusammen Kaffee trinken, fragt sie. Vielleicht in dem kleinen Café in der Nähe unserer alten Schule? Elisabeth ist ein wenig erstaunt. Wie kommst du gerade auf dieses Café? Wir treffen uns doch sonst immer im Café Moser. Ach, antwortet Martha, ich habe gestern alte Fotos angeschaut und habe an unsere Schulzeit gedacht. Elisabeth ist einverstanden und so vereinbaren sie, dass sie sich um 15 Uhr in dem Café treffen. Nun sitzen die beiden bei Kaffee und Kuchen und reden über alte Zeiten. Da zieht Martha das Foto aus der Tasche. Weißt du noch, wer das ist? Sie sieht ihre Freundin fragend an. Elisabeth betrachtet das Foto. Natürlich, das ist Martin. Ach Gott, was haben wir alle für ihn geschwärmt. Deshalb wolltest du hierher. Hat er dich auch manchmal zu Kakao und Liebesknochen eingeladen? Ja, und ich dachte lange, ich wäre die Einzige, lacht Martha, bis ich erfuhr, dass er auch die anderen Mädchen hierher abgeschleppt hat. Meinst du, es gibt hier immer noch Liebesknochen? Wollen wir mal an der Kuchentheke nachschauen, schlägt Elisabeth vor. Herrlich, das machen wir, sagt Martha zustimmend. Wenn wir diese schöne Sahnetorte aufgegessen haben. In diesem Moment öffnet sich die Tür zum Kaffee. Herein kommt ein Herr mit weißem Haar und Bart. In der rechten Hand hat er einen Stock. An der Kuchentheke fragt er die Verkäuferin, haben Sie Liebesknochen da? Liebesknochen? Die Verkäuferin schaut ihn fragend an. So etwas haben wir hier nicht. Tut mir leid. Aber vielleicht finden Sie etwas anderes, das Ihnen schmeckt. Der Herr schaut auf die Auslage. Aber da sind Sie doch, ruft er dann. Genau die habe ich gesucht. Ach, Sie meinen Eclairs. Wie möchten Sie? Einen, antwortet er. Und dazu eine Tasse Kakao. Kakao? Heiße Schokolade habe ich da. Suchen Sie sich schon mal einen Tisch. Ich bringe Ihnen das Gewünschte sofort. Der Fremde sieht sich suchend im Café um und stutzt. Sind das nicht Martha und Elisabeth? Na klar, das ist ja eine Überraschung, denkt er erfreut. Dann blickt er wieder die Verkäuferin an. Ich habe gerade zwei alte Bekannte entdeckt, da vorne am Tisch. Bringen Sie doch bitte drei Liebesknochen, Entschuldigung, ich meine Eclair, und dazu drei Tassen Kakao oder heiße Schokolade, wie das jetzt heißt. Danke. Dann geht er zu dem Tisch, an dem er die beiden Damen entdeckt hat. Martha, Elisabeth, das ist ja eine Überraschung, begrüßt er sie. Darf ich mich zu euch setzen? Die beiden schauen erstaunt hoch. Marti, ruft Elisabeth aus, das ist wirklich eine Überraschung. Gerade, sie hält inne und wird ein wenig rot. Gerade habt ihr von mir gesprochen, stimmt es? Es ist tatsächlich ihr alter Schulfreund Martin und er lächelt sie beide freudig an. Wir haben eben überlegt, ob es hier noch Liebesknochen gibt, antwortet Martha stattdessen. Die gibt es noch, Martin ergreift wieder das Wort. Aber sie heißen jetzt Eclairs, muss ja heute alles modern sein. In diesem Moment kommt die Bedienung. Bitte sehr, drei Eclairs und dreimal heiße Schokolade. Sie stellt das Gewünschte auf den Tisch. Alle drei fangen schallend an zu lachen. Du warst schon ein Schlawiner, sagt Martha. Gerade habe ich erfahren, dass du Elisabeth auch zu Liebesknochen und Kakao eingeladen hast. Na, eigentlich ja alle Mädchen aus der Klasse. Martin grinst schelmisch. Ich konnte mich halt nie entscheiden. Du musstest doch damals von der Schule und bist mit deinen Eltern weggezogen, erinnert sich Martha. Und wo warst du die ganzen Jahre? Naja, Martin wird nachdenklich. Ich war ja schon immer sprunghaft. Ich habe mich in der ganzen Welt herumgetrieben. Aber nun hat es mich wieder nach Hause gezogen. Und die beiden Damen sind natürlich neugierig. Hast du je geheiratet? Martin lächelt. Ich bin so flatterhaft geblieben.
Lange habe ich es nie bei einer ausgehalten. Und bei euch? Seid ihr verheiratet? Martha und Elisabeth werden etwas wehmütig, denn ihre Ehemänner leben schon lange nicht mehr. Die drei unterhalten sich noch lange und sie erzählen sich, was sie in den vergangenen Jahren erlebt haben. Von nun an treffen sich alle drei jeden Mittwoch in dem kleinen Café. Und die Bedienung tritt an den Tisch, lächelt und fragt: Liebesknochen und Kakao, wie immer. Thank you.
Bad Salzdetfurth ist vorgesehen. 3 Wochen muss Herr Krause warten. Dann kommt die Nachricht, er kann starten. Die Zeit hat reichlich er genutzt und noch so manches Bier verputzt. Mein Koffer kommt ihm in den Sinn, ist da auch wirklich alles drin? Er packte ihn schon vor einer Weile. Vergaß er auch nichts in der Eile? Er denkt, man muss gerüstet sein und legt 6 Flaschen Bier noch rein. Sein Koffer ist nun reichlich schwer, drum ruft er sich ein Taxi her. Das fährt zum Bahnhof ihm bequem. Die Kur beginnt so angenehm. Er denkt, nun habe ich Zeit genug. Doch da kommt auf Gleis 1 der Zug. Nach einer knappen halben Stunde kommt aus dem Lautsprecher die Kunde: Bad Salzdetfurth am Sohlebad. Da steht ein Fahrer schon parat. Zur Kurklinik geht's mit dem Bus, damit er nicht weit laufen muss. Am Empfang steht schon bereit Oberschwester Adelheid. Herzlich willkommen hier im Haus. Ach bitte, füllen Sie das aus. Sie drückt ihm, noch ist sie charmant, den Fragebogen in die Hand. Dann können Sie sich erstmal schonen. Ich zeige Ihnen, wo Sie wohnen. Herr Krause denkt, nett ist es hier. Ich trinke gleich erstmal ein Bier. Brav füllt er aus das Formular. Ordnung ist wichtig, ist ihm klar. Er schaut zum Koffer. Ach du Schreck, wieso ist der denn plötzlich weg? Doch da sagt die Oberschwester, es ist alles gut, mein Bester. Ihr Koffer wird schon ausgeleert. Oh weh, da läuft doch was verkehrt. Ach, Herr Krause hat's geahnt. Es läuft anders als geplant. Man hat sofort sein Bier gefunden, auf das er freute sich seit Stunden. Die Oberschwester schaut pikiert. Das Bier wird gleich mal konfisziert. Alkohol ist nicht erlaubt. Oder haben Sie geglaubt, man sieht das hier nicht ganz so eng? Das ist ein Irrtum, sagt sie streng. Zur Strafe streiche ich die Pause. Kommen Sie gleich mal mit, Herr Krause. Ach, es kommt für ihn noch schlimmer. Nun steht er im Doktorzimmer. Und es lässt sich nicht vermeiden, er muss wieder sich entkleiden. Man schaut ihn an von Kopf bis Zeh. Dann fragt man, wo tut es denn weh? Der Doktor schaut sehr groß und wichtig. Sie sind hier eigentlich nicht richtig. Zu uns kommt man zur Reha nur. Sie brauchen eine Badekur. Doch können Sie auch bleiben jetzt. Wir sind zurzeit nicht ganz besetzt. Essen und trinken Sie zu viel? Dann haben wir doch schon ein Ziel. Sie sind zu klein für Ihr Gewicht. Doch größer kriegen wir Sie nicht. Drum setze ich Sie auf Diät. Dafür ist es noch nicht zu spät. Herr Krause denkt sich, Mann, oh Mann, das fängt ja hier schon sehr gut an. Ich dachte, ich soll mich erholen. Da wird mir gleich mein Bier gestohlen. Heute Nacht geht traurig er ins Bett. Die Kur, seufzt er, wird doch nicht nett. Seine Kehle ist sehr trocken. Es gab nur Tee und Haferflocken.
Ganz instinktiv führen ihn die Schritte zu Witwe Bolte hin. Na bitte. Frau Schmidt, sagt er, ich lade Sie ein. Ein kleines Bier wäre doch jetzt fein. Doch da ruft Frau Schmidt entsetzt, Bier wollen Sie trinken? Jetzt? Herr Krause, wir sind hier zur Kur, da gibt es Tee und Wasser nur. Auf Bier müssen Sie mal verzichten, ich werde es sonst dem Arzt berichten. Herr Krause seufzt, es tut mir leid, ich mag kein Bier von Zeit zu Zeit, doch ich verspreche, ich bleibe brav. Es ist doch gut, dass ich Sie trage. Aber im Stillen denkt er bloß, wie werde ich die wieder los? Weil man das so verordnet hat, geht's nachmittags ins Sohlebad. Gymnastik, Schwimmen, Wasser treten. Danach will man ihn tüchtig kneten. Und dann bestreicht man ihn mit Moor. Das kommt ihm ziemlich seltsam vor. So geht's von nun an täglich weiter. Das findet er bald nicht mehr heiter. Und nie fühlt er sich richtig frei. Denn immer ist Frau Schmidt dabei. Wenn er am Abend sinkt ins Bett, träumt er, dass er ein Bierchen hätte. Sie ihn.
Hause, ruft sie ganz empört. Das ist doch wirklich unerhört. Sie sind auf Diät gesetzt. Zahlen und dann Abmarsch jetzt. Herr Krause zahlt, er fühlt sich klein. Dann trottet er brav in das rein. Der Weg nach oben zieht sich sehr, denn jeder Schritt fällt ihm nun schwer. Die Oberschwester schimpft noch immer und bringt ihn sofort auf sein Zimmer. Sie bleiben hier und warten ab, bis ich den Arzt gesprochen habe. Herr Krause wartet gar nicht lange, dann ruft man ihn und ihm wird bange. Man wird doch wohl nicht übertreiben, lässt ihn zur Strafe länger bleiben? Voller Kummer denkt Herr Krause, ach, ich möchte gern nach Hause. Die Freiheit war doch schon so nah und nun sitzt er als Sünder da. Doch es kommt anders als gedacht. Sein Wunsch wird endlich wahrgemacht. Der Doktor schaut auf die Papiere und sagt zu ihm, ich resigniere. Viel Mühe habe ich mir gegeben, damit sie führen ein neues Leben. Doch wer nicht hört auf meinen Rat, bei uns nichts mehr verloren hat. Das war's für Sie. Ich werf Sie raus. Morgen verlassen Sie das Haus. Ach, sagt Herr Krause, das ist schade. Ich habe mich eingewöhnt doch gerade. Ist da wirklich nichts zu machen? Doch im Stillen muss er lachen. Und er denkt sich, Gott sei Dank, hier fühlte ich mich richtig krank. Er stieß die Tür von außen zu und denkt sich, endlich habe ich Ruhe. Herr Krause fühlt sich richtig jung, läuft gleich die Treppe rauf mit Schwung. Erleichtert legt er sich ins Bett, träumt von zu Hause. Das wird nett. Zum Abschied winkt er noch einmal. Ach, denkt er, das war eine Qual. Zu Haus werde ich erstmal was essen und die Diät ganz schnell vergessen. Wurst, Schinken, Käse, Bier dabei. Ist das nicht herrlich? Ich bin frei. Am Hauptbahnhof steigt er dann aus und trägt den Koffer schnell nach Haus. Und da er das genießen muss, geht selbstverständlich er zu Fuß. Dort angekommen, stellt er bloß den Koffer ab, dann geht er los. Ein Kasten Bier ist schwer zu tragen, drum nimmt Herr Krause seinen Wagen. Ein Wagen, den wohl jeder kennt, den man auch Hacken-Porsche nennt. Der ist sehr praktisch und trägt viel, die Brauerei ist nun sein Ziel.
Dort gibt's ein Bier, das liebt er sehr. Brunhilde, süffig, nicht zu schwer. Es ist zwar teurer als die Massen, doch heut will er es krachen lassen. Das erste Bier trinkt er vor Ort, dann geht er mit dem Kasten fort. Es ist heute Markttag, stellt er fest, darum besorgt er dort den Rest. Denn er hat reichlich nun zu trinken, doch fehlt noch Käse, Wurst und Schinken. All das bekommt er hier ganz frisch für einen gut gedeckten Tisch. Sein Hackenporsche ist randvoll. Herr Krause denkt sich, wundervoll, ich werde es mir jetzt gemütlich machen. Diät, darüber kann ich lachen. Ich habe so viel abgenommen, muss nun wieder zu Kräften kommen. Zu Hause nimmt er aus seinem Schrank eine große Platte, blitzeblank. Darauf verteilt er seinen Schatz. Dann nimmt er auf dem Sofa Platz. Ja, denkt er, das ist doch Kultur. Nie wieder fahre ich zur Kur. Er öffnet eine Flasche Bier. Brunhilde, seufzt er, komm zu mir. Du bist die Frau, die ich heute will, lässt dich umarmen und bleibst still. Dann leert er sie in einem Zug, doch hat er längst noch nicht genug. Herr Krause rührt sich nicht vom Fleck, trinkt ein Bier nach dem anderen weg. Die Wurst, der Schinken, Käse auch, verschwinden nach und nach im Bauch. Und nun fühlt sich der Herr Krause endlich wieder ganz zu Hause. Nachdem er alles ausgetrunken, ist sanfter in den Schlaf gesunken. Da erscheint, man glaubt es kaum, Schwester Adelheid im Traum. Erschrocken flüchtet er ins Bett. Nee, denkt er, das war nicht sehr nett. Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und nochmals Edmila Kempe für das, was Sie uns hier geboten hat, und wünsche Ihnen einen guten Tag. Ja, einen guten Tag.